Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute nehmen wir euch auf unseren Einkauf mit, wie wir vegan in Neuseeland einkaufen und auch versuchen, möglichst unverpackt einzukaufen. Wenn euch das Thema unverpackt einkaufen, also plastikfrei, interessiert, dann checkt doch gerne auch das Buch von Jackie aus. Das haben wir unten in der Infobox und zwar heißt das Plastikfrei für Anfänger. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Das ist das Glas, das nehmen wir gleich mit. Da möchten wir Erdnussbutter reinmalen quasi. Bei Bin-In kann man das hier machen. Es gibt da eine Maschine, wo man sich frische Erdnussbutter malen kann. Mega geil. Und dann haben wir hier noch unseren Einkaufsbeutel dabei und noch so zwei Tüten oder drei für Haferflocken, Kaffee. Das zeigen wir euch gleich alles. Do many people buy peanut butter? Oh yeah. Nice. That box here we go through every week. Oh really? Das ist eine Riesenmenge Kaffee. Den müssen wir noch umfüllen, ein bisschen luftdicht verschließen. Aber es ist ziemlich geil, weil der ganze Van riecht gerade nach Kaffee. Es ist sehr verlockend. Dann Peanut Butter. Mega geil, wie man das mit der Maschine einfach in das Glas reinfüllen konnte. Richtig cool. Dann haben wir noch in dieser kleinen süßen Tüte Zimt gekauft, weil wir morgens in unserem Müsli immer Zimt essen und das geht nicht ohne. Lecker. Außerdem ist ja Weihnachtszeit. Einen Sack. Das sind alles Brottüten, die wir wiederverwendet haben. Haferflocken. Gekauft haben. Einmal Tofu, firm und organic, Aubergine, Karotten, Paprika, Brokkoli, Blumenkohl, Avocados, Fairtrade Bananen, ein Lauch, so wie ich das bin, zwei Pfirsiche, Tomaten, eine Knolle Ingwer und ganz viele Äpfel. Wir haben gerade auf Happy Cow gesehen, dass man hier Brot kaufen kann und jetzt haben wir dieses Brot gekauft. Echt gut, ne? Weil sonst sind die immer so fluffig, dass man die so eindrücken kann. Das war eigentlich auch recht günstig. Hat ja, gekostet. Und das Roggenbrot. Mal gucken, wie uns das schmeckt. Ja, das war's mit dem veganen Food Haul von uns.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen für das Video, damit wir wissen, ob es euch gefallen hat und ob wir weiterhin oder mehr in die Richtung Food Hall auch gehen sollen mit unserem Content. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, damit wir weiter wachsen können, dann abonniert uns auch gerne und bis zum nächsten Mal. Ciao!